Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Hier ist sie wieder, die Hermes-Gala. Oder wie sie auch gerne genannt wird, die Oscar-Verleihung der österreichischen Transport- und Logistikbranche. 360 Menschen finden sich in der Hofburg ein, um Unternehmen auszuzeichnen, um Applaus zu geben für tolle Leistungen im Bereich Sicherheit, Nachhaltigkeit, Ausbildung und so weiter. Es ist ein deutliches Lebenszeichen der Mobilitätsunternehmen, der Mobilitätsbranche und es ist auch eine Wertschätzung von der Politik, da dieses Jahr auch wieder das Ministerium in Form des Bundesministers vertreten war. Nachdem beim Hereingehen schon die Frage im Raum gestanden ist, na, wie will es denn der neue Minister anlegen? Wird er die gute Tradition der Zusammenarbeit fortführen wollen? Dann sage ich in diesem Zusammenhang, kann Ihnen versichern, der Neue will. Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Dankeschön. Auf der einen Seite ist es mir ein großes Anliegen, dass wir hier einen starken Güterverkehr als wichtiges Standortasset für den Industriestandort Österreich betrachten. Daher investieren wir auch in den nächsten Jahren 25 Milliarden Euro in den Ausbau dieser strategisch wichtigen Netze wie Schiene, Straße, um nur zwei Basisfaktoren für die Logistik anzusprechen. Ich möchte diesen Abend heute unter eine Überschrift stellen. Meine Überschrift für heute ist Mut. Mut haben wir bewiesen, wie wir eingefordert haben, einen Gesamtverkehrsplan, einen Mobilitätsplan für Österreich. Wir haben auch Mut, Ecken und Kanten zu zeigen. Meine Damen und Herren, nicht, weil das Parlament in diese Räumlichkeiten übersiedelt, haben Sie diese Verkehrszeichen draußen gesehen. Das ist nicht für den Umzug. Das ist unser deutliches und lautes Nein gegen die Einführung einer flächendeckenden Maut, gegen Fantasien von verschiedenen Bundesländern. Mut brauchen wir auch bei europäischen Entscheidungen. Mut und auch Geschwindigkeit. Ein riesiges und rasierklingenscharfes Damoklesschwert schwebt über Europa, schwebt über die Wirtschaftsleistung in Europa. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, das Auseinanderbrechen des Schengen-Raums. Wir stellen uns mit Mut gegen eine flächendeckende Maut. Wir stellen uns mutig an die Grenzen und wollen, dass der Güterverkehr die Grenzen passieren kann. Wir lassen uns nicht den zarten Aufschwung wieder zunichte machen. So, aber jetzt ist es soweit. Wir kommen zu den Preisträgern des diesjährigen Hermes. Ich darf Ihnen die Kategorie Sicherheit ankündigen. Der Gewinner des Hermes Verkehrs Logistikpreis in der Kategorie Sicherheit ist die Sexinger GmbH mit ihrem 5-Säulen-Modell eines ADR 2025 gefahren tut an Bord. Herzlichen Glückwunsch! Es wurde heute schon mehrfach über Mut gesprochen. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen. Wir haben es aber geschafft, durch Mut, Konsequenz, Ausbildung, Weiterbildung und durch gutes Personalmanagement und durch eine Führungsstärke eines guten Teams ein Unternehmen zu werden, das heute in Österreich einen renommierten Namen trägt. Da ist Feuer und Leidenschaft drin, meine Damen und Herren. Und nun ist es mir eine Ehre, den Gewinner des Hermes Verkehrslogistikpreis bekannt zu geben in der Kategorie Bildung. Es ist die DB Schenker in Österreich mit ihrer Young Stars Academy. Kunde und Markt verlangen nach bestausgebildeten Fachkräften. Und wenn wir unsere Verantwortung als DB Schenker hier nicht wahrnehmen, wer soll es sonst machen? Der Sieger ist Lukas Schröder von der Firma Engelmeier. Bitte auf die Bühne. So sehen Nachwuchssieger aus. Herzliche Gratulation, Herr Schröder. Der Gewinner des Hermes Verkehrslogistikpreises in der Kategorie Nachhaltigkeit ist Hödelmann International AG mit dem Nachhaltigkeitskonzept Progrün Pro Hödelmann. Herzliche Gratulation. Ich glaube, als Verkehrsbetrieb haben wir eine Verantwortung der Umwelt gegenüber. Ich kann nur im Namen aller meiner Mitarbeiter Danke sagen, denn die leben es, was wir als Vision vorgeben. Schön. Und die nächste Generation wird Sie Ihnen auch noch danken. Gewinner des Hermes Verkehrslogistikpreises in der Kategorie Bester KMU ist die Firma Sexinger GmbH. Herzliche Gratulation. Sie schon wieder.
Das heißt doch, dass sich die jahrelange Arbeit, Konzentration, der Mut zu neuen Sachen wirklich bewährt macht. Ja, überhaupt, wenn man dann einen Hermes nach Hause trägt oder zwei. Das ist jetzt schon ein bisschen eine Herausforderung, eine logistische. Ja, gell? Für heute Schluss. Ja. Gewinner des Hermes Verkehrslogistikpreises in der Kategorie Next Generation ist Manuel Reif von Fachhochschule Oberösterreich, Fakultät für Managementwissenschaften. Herzlichen Glückwunsch. Es ist mir eine besondere Freude, Ehre, wie jedes Jahr den Entrepreneur für sein besonderes Lebenswerk hier auszeichnen zu dürfen. Er hat viel Mut bewiesen. Ich habe schon gesagt, der Mut hat sich auch im wirtschaftlichen Erfolg niedergeschlagen. Ausgezeichnet wird heute der Kommerzialrat, Diplomkaufmann Dr. Karl Ludwig Richard. Herr Dr. Richard, herzliche Gratulation. Danke, meine Herren. Danke, Herr Minister. Mut ist unser Leitbild, was wir für die nächsten Jahre brauchen. Wir haben heute mutige Unternehmer gesehen. Wir als Interessensvertreter sind mutig, stellen uns an die Spitze dieser Unternehmer und sind uns sicher, das eine oder andere positiv umsetzen zu können.